Hallo ihr Lieben, ich habe hier die Holo Sternenform, diese super schöne Form von Molds & Shapes, und die habe ich mir wieder rausgeholt, weil das super schöne Ergebnisse bringt. Ich mische mir hier gerade etwas Resin for Decor an, das ist das schnell aushärtende Mittel. Ne, ist eigentlich hochviskoses Harz. Von Resin for Decor. Ist ein Crystal Clear Epoxy Resin. Und ich habe mir hier getrocknete Hortensienblüten rausgesucht, die ich mir auch schon aussortiert habe. Dann kann ich das nämlich direkt zur Seite stellen. Die habe ich mir mal im Internet bestellt. Ihr wisst, wo man die herbekommt. Die möchte ich da reingeben und dafür möchte ich jetzt erstmal einen kleinen Untergrund machen, dafür dieses schnell härtende Harz. So, können wir im Prinzip auch direkt loslegen. Ich gebe jetzt in jede Form ganz wenig in die Mitte, brauche nicht viel dafür. Nur ich muss die Blüten vorher befestigen, weil sie sonst nicht da unten halten. Deswegen mache ich das jetzt mit etwas Harz und lasse es dann austrocknen. So. Kann man etwas verteilen. So, fangen wir mal an. Und also überall hier eine helle Blüte reintun. Dann eine dunklere dazu. So, mal schauen. Und ich lasse das jetzt antrocknen und danach sehen wir uns wieder. Ich habe mir jetzt ungefähr 200 Gramm Resin Pro, also Art Pro, angemischt. Mittelviskoses Harz von Resin Pro. Es hat ja eine relativ lange Verarbeitungszeit und ich möchte gerne eine Art Web-Effekt erzeugen. Und ich habe mir hier ein paar Farben angemischt. Ich habe einmal Amaranth genommen, Resin Ink von Etterart. Das ist das hier. Dann habe ich einmal von Dupont genommen, Barely Pink Pearl Pigment. Das ist das hier. Und ich habe mir angemischt die Pigment Drops von Etterart White und da reingegeben habe ich Interference Rose. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es hat einen tollen Schimmer. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen Ton in Ton halten. Schauen wir mal, ob es funktioniert.
und wir können dann auch direkt loslegen. Ich stelle das direkt mal zur Seite, das brauche ich nicht mehr. Das kann da stehen bleiben. Und dann fangen wir mal an. Gebe also vorher kein klares Harz rein, weil die Formen nicht so viel fassen. Ein Sternchen, fast ungefähr 30 Gramm, mehr ist es nicht. Sieht man, es ist schon fast zu was. So. Ich muss direkt Klares in die Mitte geben, um das ein bisschen zurückzupuschen. Und jetzt gebe ich das Weiß mit da rein. Und weiter geht's. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Farben. Jetzt habe ich gar nicht genug. Ich mache überall erstmal einmal und dann schauen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal, ob alles zusammenzieht. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Einige haben sofort reagiert, andere nicht so wirklich. Hier zum Beispiel, ob sich da noch was tut. Wir werden sehen. So, was mache ich denn jetzt hier mit meinen kleinen Sternchen? Ich habe mal gedacht, ich hätte noch wer weiß was übrig. Ein bisschen Harz angerührt. Das wird total hell. Ich bin gespannt und wir warten jetzt, bis das Ganze ausgehärtet ist und dann sehen wir uns, ich denke mal, morgen wieder. Es ist aus von Zeit. Es hat sich gar nicht mehr, zumindest von oben, nicht mehr allzu viel getan bei den Sternen. Von unten ist es ziemlich zugezogen und ich würde sagen, wir formen einfach mal aus. Ich mache zuerst mal hier die kleinen raus. Hier.
kleinen Sternchen. Der hier ist total übergelaufen. Auch süß. Seht ihr das? Kleine goldene Sternchen drauf. Ich klebe diese Sachen, die ich so nebenher gieße und in die kleinen Förmchen gebe, gerne auf Geschenkpapier drauf, also wenn ich die Geschenke eingepackt habe, Schleifchen drum, und dann klebe ich gerne sowas da drauf. Das liebt meine Familie, also die mögen's. So, und jetzt geht's ans Ausformen. Oh, ist immer noch ein bisschen weich, man merkt sofort, dass es kälter geworden ist. So. Entschuldigung. Komm raus. Gespannt. So. So. Und dann geht's los. Wie süß. Es ist natürlich kein Web-Effekt geworden, es ist ein Crackle-Effekt geworden. Aber das finde ich gar nicht tragisch, das gefällt mir trotzdem sehr gut. Die Farben gefallen mir super. Hier sind die Blümchen in der Mitte und von außen ist das wirklich auch alles daran gezogen. Und dann dieser super schöne Holo-Schimmer. Also klasse. Und weiter. Ja, hier ist das gleiche. In der Mitte die Blümchen und außenrum dieser Crackle-Effekt. Und weiter geht's. Hier ist es unten nicht ganz so zugezogen, aber oben hat sich ein bisschen was getan. Und das reicht also aus. Das sieht auch hübsch aus. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die hellen Hortensien, die gehen so ein kleines bisschen unter, aber trotzdem, so das Gesamtbild finde ich toll. So, weiter geht's hier. Auch das ist so geworden. Und weiter, tada. Hier sind Löcher. Wow. Das ist gar nicht so toll. Da war unter der Blüte ein Luftloch und das hat sich auch hinterher nicht mehr darunter gesetzt, das Harz. Deswegen ist das geblieben. Und wir schauen im Prinzip auf das Blütenblatt direkt. Mal schauen, ob ich da im Nachhinein vielleicht noch ganz wenig Harz mal drauf gebe. Weil ansonsten mit den drei verschiedenfarbigen Blüten sieht das Ganze nämlich toll aus. Es wäre sonst schade. Obwohl, wenn man es so aufhängt, dann sieht man es überhaupt nicht. Und das letzte, tada, das ist wieder toll geworden. Wunderschön. Ja. Auch wenn es nicht so geworden ist, wie ich mir das gewünscht habe. Wahrscheinlich habe ich dafür einfach zu viel Farbe reingegeben. Aber ich hatte sie halt und musste das damit aufgießen. Gefällt mir das Ergebnis wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin wirklich zufrieden. Ich hoffe, meine kleinen Sternchen
gefallen euch auch. Es ist natürlich schon alles für die Weihnachtszeit, aber wir haben inzwischen Oktober und es ist nicht mehr lange hin. Dann steht wieder der Tannenbaum im Wohnzimmer und die Kinderaugen leuchten. Und ja, dafür sind diese Sterne gedacht. Ich sage nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe mich wie immer sehr gefreut. Ich würde mich auch über einen Kommentar sehr freuen. Ansonsten denke ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, eure Petra.